Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! In den letzten Wochen waren die Folgen der Politik der regierenden Parteien von SPD und CDU durch Aktionen der Betroffenen hier direkt vor dem Landtag, aber auch durch die vielen Briefe und Stellungnahmen, die uns Abgeordnete erreichten, besonders deutlich zu spüren. Es grassiert im Land die totale Existenzangst. Vom Kleinkind bis zum Rentner haben die Landkreise und Städte, die ihren Kreissitz behalten wollen, auch hier vor dem Landtag alles aufgeboten, um für sich zu werben. Dabei erhielten wir Abgeordneten nicht nur Argumente, warum eine Stadt als Kreisstadt geeignet wäre, an die Hand, sondern auch Erzeugnisse aus den Regionen. Es geht sprichwörtlich um die Wurst, in diesem Falle in Form der Wurst aus Ludwigslust. Haben Sie, Vertreter der regierenden Parteien, mit Ihren Gesetzentwürfen dieses Gegeneinander der verschiedenen Städte beabsichtigt? Haben Sie gewollt, dass eine CDU-Bundestagsabgeordnete, ein SPD-Landrat im Zusammenhang mit dem Werben für eine Kreisstadt der Unehrlichkeit bezichtigt? Verantwortlich für die große Angst, aber auch für die scharfe Auseinandersetzung um die beste Kreisstadt ist sowohl die Landesregierung, die augenscheinlich mit dem Regieren total überfordert ist, als auch die sie tragenden Fraktionen aus SPD und CDU, die eine Politik der Flickschusterei betreiben und somit der Bundesregierung im Nix nachstehen. Wir erinnern uns. Am 26. Juli 2007 urteilte das Landesverfassungsgericht in Greifswald über die Verfassungsbeschwerden des Vorgängermodells dieser Kreisgebietsreform und befand, dass die Maßstäbe zur Bildung der damals geplanten Großkreise unvereinbar mit der Landesverfassung und somit verfassungswidrig seien. Diese Entscheidung der Verfassungsrichter hinterließ bei den Führungskadern der Linken, SPD und CDU einschneidende Erschütterungen, von denen sie sich bis heute nicht erholen konnten. Daher ist es nicht verwunderlich, dass der Landtag Mecklenburg-Vorpommern am heutigen Tage erneut ein Gesetz zur Schaffung von Großkreisen beschließen soll, deren Ermittlung und Zusammenschnitte ebenfalls so unausgegoren und nicht nachvollziehbar sind, wie es bereits beim Vorgängermodell der Fall war. Die Gesetzentwürfe der Landesregierung sind Beleg für die absolute Orientierungslosigkeit derselben und gleichzeitig ein Eingeständnis, dass nicht nur in Berlin die Regierenden mit ihrem Latein am Ende sind, sondern auch hier in Schwerin. Zukunftsgestaltung zum Wohle der Bürger sieht wahrlich anders aus. Am heutigen Tag soll also der Landtag das angeblich wichtigste Vorhaben der Landesregierung in dieser Legislaturperiode absegnen. Die Kreisgebietsreform zusammen mit der Zuordnung von Aufgaben von oben nach unten. Vor dem Schloss fanden heute zahlreiche Protestveranstaltungen gegen diesen Wahnsinn statt, ohne dass Volksstimme bei den Abgeordneten der Regierungsfraktionen Gehör fanden. Eine langfristige Konzeption für eine zukunftsweisende Raumordnung im Land ist nicht erkennbar. Die Einwohner Mecklenburgs und Pommerns werden von den Herrschenden wieder einmal nicht eingebunden. Hierauf haben wir Nationalisten ja bereits in der Aktuellen Stunde sehr deutlich aufmerksam gemacht. Ein Meisterwerk sieht wahrlich anders aus. Mit ihren Gesetzentwürfen belegen SPD und CDU vielmehr ihre Abgehobenheit. Beide Parteien und mit ihr auch die Landesregierung haben sich dem Volk vollkommen entfremdet. Stattdessen sitzen sie in ihren Elfenbeintürmen und wollen das Land regieren. Die Politik, und das haben die Damen und Herren dieser Regierungsfraktion schon lange vergessen, die Politik hat aber dem Volk zu dienen. Daher hat sich die NPD-Fraktion von Beginn an gegen die Verwaltungskunstgebilde ausgesprochen, die von der Linken bis zur CDU gefordert wurden. Für eine am Volkswohl ausgerichteten Politik ist die Bürgernähe Primat der Politik. Großkreise hingegen isolieren die Bürger von den Entscheidungsgremien noch mehr als schon jetzt und dies sowohl räumlich als auch emotional. Und nicht zuletzt entwickeln sich Großkreise zu anonymen Gebilden weit ab von den Problemen der Bürger. Die schwerwiegenden Mängel
und Unzulänglichkeiten der Landesregierung bei der Umsetzung des Vorhabens sind nicht zu verbergen. So hat die Landesregierung bis heute nicht darlegen können, warum die Zusammenlegung in 6 Kreisen und Beibehaltung von lediglich 2 kreisfreien Städten sachlich überhaupt erforderlich ist. Zudem stellt sich die Landesregierung mit ihrem Vorhaben gegen die Kommunen. Um diesem Treiben noch die Krone aufzusetzen, zwingt die Landesregierung kleine Gemeinden zu Zusammenschlüssen, indem sie die Finanzzuweisung für kleine Gemeinden über das Finanzausgleichsgesetz reduzierte. Die Politik der Landesregierung und der SPD- und CDU-Fraktion ist ein absolutes Armutszeugnis. Die geplante Gebietsreform ist eine direkte Folge einer total gescheiterten Politik aller Landesregionen der letzten 20 Jahre. Angefangen von einer verfehlten Wirtschaftspolitik, in dessen Mittelpunkt nicht das Wohl der Mecklenburger und Pommern, sondern eiskalte Profitmaximierung stand und steht, bis hin zur skandalösen Bevölkerungspolitik, in der Abwanderung und Kinderarmut, also die Armut an Kindern, politisch vorangetrieben wurde. Die Blockparteien von der Linken bis zur CDU haben abgewirtschaftet und unser Land ruiniert. Und somit ist das Vorhaben der Landesregierung nicht nur ein politischer Offenbarungseid, sondern zugleich auch eine Bankrotterklärung. Die NPD steht für eine am Volk ausgerichteten und somit für eine bürgernahe Politik. Wir setzen uns für die Stärkung unseres Landes und somit für die Stärkung der Städte als auch des ländlichen Raumes ein. Stadt und Land sind aufeinander angewiesen und gehören somit untrennbar zusammen. Ein gegenseitiges Ausspielen der Bewohner der Städte gegen die Bewohner im ländlichen Raum und umgekehrt, wie es von den etablierten Parteien seit Jahren betrieben wird, schadet unserem Land. Selbstverständlich gehört daher auch die Verwaltung in den ländlichen Raum. Vielmehr sollte die alles entscheidende Frage lauten, brauchen wir überhaupt die Landkreise? Mein Kamerad Michael Andrzejewski wird in unserem Antrag Erarbeitung von Alternativen zur Kreisgebietsreform für den Fall einer weiteren Niederlage vor dem Landesverfassungsgericht eine Alternative zu Ihrem Vorhaben der Monsterkreise aufzeigen. Und mit der Niederlage vor dem Landesverfassungsgericht ist absolut zu rechnen. In den insgesamt 6 Anhörungen im Innenausschuss wurde sehr deutlich, was die Verantwortlichen in den Kreisen und kreisfreien Städten von ihren Monsterkreisen halten. So äußerte beispielsweise der Landrat des Landkreises Ludwigslust, Herr Christiansen, richtigerweise, dass viele Punkte aus dem Leitbild des Landtages, also dem Leitbild, wie sich die Regierungsfraktion unter anderem künftige Kreisstrukturen vorstellen, in keiner Weise mit dem vorliegenden Kreisstrukturgesetz auch nur annähernd erreicht werden. Das bedeutet also, dass selbst große Verfechter einer Gebietsreform, zu denen ich persönlich den Landrat Christiansen zähle, Ihnen vorwerfen, dass bei Ihnen zwischen Anspruch und Wirklichkeit Welten liegen. Die Landrätin von Rügen, Frau Kerstin Kastner, kündigte bereits im letzten Jahr an, dass der Landkreis Rügen die verfassungsmäßig